Die erste Aktionswoche, wenn ich Revue blicken darf, im Jahr 2020 widmete sich dem Thema antimuslimischer Rassismus und Hass im Netz. Eine Veranstaltung, im Rahmen dieser wir Mitglieder der muslimischen Communities aufgerufen haben, ihre Erfahrungen mit Rassismus sichtbar zu machen und damit ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein für Diskriminierung zu schaffen. Die Aktionswoche im vergangenen Jahr hingegen setzte an der Förderung von Mädchen und Frauen aus den muslimischen Communities an, um über gesellschaftliche und kulturelle Geschlechterungerechtigkeit zu reflektieren, diese offen in einem innermuslimischen Rahmen zu diskutieren und alternative Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Und dieses Jahr widmen wir uns gegenwärtig wieder an einem Thema, das aktuell immer wieder diskutiert und zum Thema wird, nämlich der Debatte rund um Flucht, um Asyl, Migration und Integration. 2015 überquerten tausende Menschen die österreichischen Grenzen, geflüchtet aus den Kriegsgebieten in Syrien oder anderen Kriegsregionen der Welt, auf der Suche nach Sicherheit und einem menschenwürdigen Leben für sich und ihre Familien. Empfangen wurden sie zumindest von der Zivilgesellschaft anfangs mit offenen Armen, zu einem Zeitpunkt, an dem staatliche Unterstützungsmöglichkeiten an ihre Grenzen stießen, organisierten sich an den Grenzen und Bahnhöfen binnen kürzester Zeit Freiwillige, verteilten Essen, Getränke, Kleidung, Windeln oder Decken, boten ihre Übersetzungsdienste an, halfen bei der Suche nach vermissten Familienmitgliedern. Viele dieser Hilfsinitiativen gingen von Religionsgemeinschaften aus. Kirchen, Moscheen und andere Glaubenshäuser haben ihre Räumlichkeiten für Geflüchtete und für in der Flüchtlingshilfe tätige Organisationen geöffnet, ihnen zur Verfügung gestellt und damit ihren Teil zur Vernetzung und Verwaltung beigetragen. Meine Damen und Herren, religiöse Gemeinden, das zeigte sich damals ganz besonders stark, sind seit jeher ein wichtiger Teil der Zivilgesellschaft, denn sie bündeln ehrenamtliches Engagement und wirken dabei häufig auch über die Grenzen der eigenen Glaubensgemeinschaften hinaus. Und so hat sich auch die muslimische Zivilgesellschaft in dieser herausfordernden Zeit in vielerlei Hinsicht als Brückenbauer erwiesen, indem sie ihre Sprachkompetenzen, ihr kulturelles Wissen, auch ihre Glaubenshaltung eingebracht haben, um Schutzsuchenden den Staat in ihrer neuen Heimat zu erleichtern. Eine offene, eine vielfältige Gesellschaft ist auf genau solche Brückenbauer, auf ihre Erfahrungen, auf ihre Kompetenzen angewiesen. Sie stellen den Motor für Zusammenhalt, für Teilhabe und für Integration in eine lebendige Gesellschaft dar. Sie gestalten die Gesellschaft mit, sie treten mit unterschiedlichen Gruppen in Kontakt und weben ihre sozialen Netzwerke in die Gesamtgesellschaft ein. Sie fördern den Dialog durch ihren Einsatz und sie setzen damit einen Beitrag für eine harmonische Gesellschaft. Sie unterstützen damit auch das Zusammengehörigkeitsgefühl und bauen auf gegenseitiges Vertrauen.